In den Bergtälern des Balkans gibt es gigantische Stauseen und mächtige Wasserkraftwerke. 123 Meter ragen die Betonmauern des Gran Sarajevo-Dammes in den Himmel, in Betrieb genommen vor einem halben Jahrhundert. Könnte das energiepolitische Erbe Jugoslawiens ein Modell sein für eine nachhaltige Energiewende oder vielleicht doch nicht? Bosnien-Herzegowina ist abhängig von dreckiger Kohle. Wasserkraft wäre eine Alternative. Das Potenzial ist riesig. Doch auch hier regt sich Protest gegen Staustufen und Dämme. Wir versuchen herauszufinden, warum. Die unteren Horizonte nennt sich das gewaltige Wassermanagementsystem aus Titos Zeiten. Doch nur die Hälfte der Pläne wurde damals verwirklicht. Jetzt soll weitergebaut werden. Grünes Licht für die oberen Horizonte. Eine Horrormeldung für Naturschützer. Sie fürchten um Hutovo Blato, eines der wichtigsten Feuchtgebiete im Mittelmeerraum. Der Naturpark steht unter Schutz der internationalen Ramsar-Konvention. 240 Vogelarten leben hier. Zoran Mateljak arbeitet für die Umweltschutzorganisation WWF. Unser Boot bleibt im Schlamm stecken. Bereits jetzt ist der Wasserspiegel viel zu niedrig. Water is taken away from Hutovo Blato bekommt zu wenig Wasser. Das wird umgeleitet für die Elektrizitätserzeugung. Nur die Hälfte des benötigten Wassers erreicht derzeit dieses extrem empfindliche Ökosystem hier. Das ist eines der letzten mediterranen Feuchtgebiete. Und es ist gefährdet wegen der Arbeiten an dem Obere Horizonte-Projekt. Wenn das durchgezogen wird, ist die Gegend hier in 30 Jahren tot. Richtig oder falsch? Sehen wir uns um vor Ort. Die Vorarbeiten für die oberen Horizonte machen rasante Fortschritte. Wir machen Stopp auf der Baustelle des Wasserkraftwerkes Dabar. Veranschlagte Kosten 200 Millionen Euro. Tunnelvortrieb in Karstgestein ist kein Job für Anfänger. Hier schuftet die Elite der Bergbauingenieure. Wir sind jetzt hier. Dort muss noch fertig gebohrt werden. Genau, der Abschnitt. Das ist ein 12 Kilometer langer Tunnel, der das Wasser aus dem oberen Einzugsgebiet zum Kraftwerk Dabar leiten soll. Die Baustelle liegt in der Republika Srpska, Teil Bosnien-Herzegowinas. Euronews hat Informationen, dass in dem Unternehmen politische Vetternwirtschaft üblich ist. Die oberen Horizonte ein Selbstbedienungsladen. Die Europäische Entwicklungsbank weigert sich, das Projekt zu finanzieren. Unternehmen aus Russland, der Türkei und Deutschland sind ausgestiegen. Bleibt China. Ein wichtiges und stichhaltiges Argument für das obere Horizonte-Projekt ist saubere Energie. Bosnien-Herzegowina hat ein enormes Wasserkraftpotenzial. Die Erzeugung grüner Energie ist unser Hauptziel beim Bau dieser Kraftwerksanlage. Der Krieg in Jugoslawien stoppte die Pläne für die oberen Horizonte. Später fehlte das Geld. Und heute? Die Verhandlungen mit Peking stehen angeblich kurz vor dem Abschluss. Wenn China einsteigt, soll das Kraftwerk Dabar in 4 Jahren seinen Betrieb aufnehmen. Der Baustellenleiter will die karge Karstlandschaft urbar machen. Tomaten und Zwiebeln statt Überschwemmungen und Sumpf. Im Winterhalbjahr haben wir hier 6 Monate lang nichts als Regen. Die gesamte Ebene ist überflutet. Die Löcher im Karstuntergrund leiten das Wasser hierher. Die Landbesitzer können dort kaum Felder bewirtschaften. Doch das wird sich ändern, wenn wir das ganze Wasser um- und ableiten. Das obere Horizonte-Projekt soll das Wasser kanalisieren, hin zu den Turbinen. Karstgebiete sind wie ein riesiger Schwamm aus Kalkstein. Unzählige Trichter, Röhren und Kanalsysteme im Untergrund. Frage an Dabar-Direktor Zubak. Schneiden Sie Schutzgebiete wie Hutovo Blato ab von Ihrer natürlichen Wasserversorgung? Dies ist weder das Wassereinzugsgebiet für den Fluss Neretva noch für Hutovo Blato. Umweltschützer widersprechen dem. Es gibt Verbindungen zwischen dem Dabar-Bergtal und Hutovo Blato, sagt Mateljak. Werden die Karsttrichter zu betoniert, dann fließt kein Wasser mehr in Richtung Schutzgebiet. Dies ist die letzte Chance, diesen fantastischen Ort zu retten. Im Sommer brauchen wir 5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Diese 5 Kubikmeter sind bedroht durch das obere Horizonte-Projekt. Jede weitere Wasserumleitung wird das Reservat hier umbringen.
Selbst die berühmte Buna-Quelle könnte durch die oberen Horizonte in Mitleidenschaft gezogen werden. Hier quellen 40.000 Liter Süßwasser aus dem Boden pro Sekunde, eine der größten Karstquellen Europas. Harris ist einer der Dorfbewohner. Er nimmt uns mit in die Quellgrotte. Es ist besser für den Fluss und alle, die hier arbeiten, die oberen Horizonte nicht zu bauen. Der Fluss muss geschützt werden. Konjic, die alte Stadt an der Neretva. Hier treffen wir uns mit Amir. Er leitet die Naturschutzgruppe Zeleni Neretva. Er und seine Mitstreiter wollen den Bau auch kleiner Wasserkraftwerke verhindern. Amir ist wütend. Dutzende wilder Bergbäche fließen nun durch Betonröhren. Hunderte kleiner Minikraftwerke werden derzeit gebaut. Mit unserer Drohne filmen wir heimlich eines der verbotenen Täler, das zerstörte Flussbett der Kraljuschica. Das Problem sind die zwei Wasserkraftwerke. Die Fische können nicht mehr stromaufwärts wandern. Es gibt kaum noch frei fließendes Wasser im Flussbett. Alles wird durch Pipelines geleitet. Es gab hier in der Kraljuschica einige endemische Fischarten, die braune Flussforelle zum Beispiel, die nur hier in der Gegend vorkommt. Doch das Flussbett ist so gut wie ausgetrocknet. Die Wasserkraftgesellschaft lässt gerade einmal 10% des Wassers frei fließen. Das reicht nicht für die Fische, um zu ihren Laichgründen zu kommen. Ein Dorf leistet Widerstand. Parsovici. Als die Bewohner mitbekamen, dass auch ihr Flüsschen, die Neretvica, in Röhren verschwinden sollte, um 15 Minikraftwerke zu versorgen, kam der Aufstand. Die Bergtalbewohner versperrten den Baumaschinen den Weg. Daraufhin stimmte das Regionalparlament für das Verbot von Mini-Wasserkraftwerken. Wir wollen unseren Fluss behalten. Das Wasser ist wirklich wichtig für uns. Fast alle hier leben von der Landwirtschaft. 3.000 bis 5.000 Menschen hier sind abhängig vom Wasser. Der Kampf geht weiter, bis zum Ende. Wir sind bereit, unser Leben zu geben für unseren Fluss. Im Herbst wird gewählt in Bosnien-Herzegowina. Lokalwahlen. Der Aufstand der Dorfbevölkerung hat dazu geführt, dass Politiker auf Distanz gehen gegenüber kleinen Wasserkraftwerken. Vielleicht nur ein Wahlkampfmanöver. Zu eng sind die Interessen verflochten zwischen Kraftwerksbetreibern und Mandatsträgern. Und die Großprojekte? Die sollen weiterlaufen. Und weitere sind geplant.